Heiz 3 heißt das nächste Team. Christian Reich, Steve Underhoop, Roger Graber und Thomas Hantschin, die Elften aus dem... Und jetzt schauen Sie mal, der Start. Zeitgleich neben die beiden, die auf Position 2 und 3 schieben, die Hände auf die Handschuhbügel. Und schon geht's los. Die Startzeit. Oh, neue Startbestzeit. 5,87. Neue Startbestzeit. 300stel schneller. Und mal sehen. Wir sagten es schon gestern, die Schweizer Marcel Rohner und Reto Götschi ausgezeichnet gestartet. Aber unten in der Bahn, da hat es überhaupt nicht hingehauen. Sie konnten diesen Vorsprung nicht mit runternehmen. Und das sehen Sie auch hier schon. Im Labyrinth etwas hoch, vielleicht 200stel hat er da schon verloren. Wie sieht es bei der nächsten Zeitnahme aus? Oh, er hat sie immer noch, die 200stel. Tja, und vergleichen wir seinen Vorsprung mit dem bisher Führenden. Das ist immer noch Sean Olsen. Das waren 600stel. Wow, er holt sogar noch was raus. Achtung, in der Schweiz wird Christian Reich mit seinem Team die Führung übernehmen. Das sieht ganz so aus. Oh, da straft er mich Lügen. Er macht unten Druck im unteren Bereich. Guter Start und auch guter Lauf. Na bitte! 58,54 seine Laufzeit und er übernimmt auch in der Gesamtwertung die Führung. Tja, und jetzt wissen Sie, wozu die Helme auch noch gut sind. Wenn die Anschieber ihren Piloten loben wollen oder sich gegenseitig, dann helfen sie auch etwas, diese Erschütterungen abzufangen. Normalerweise für den Sturzfall da, aber bisher im Wettkampf, gestern im Zweier und auch heute im Vierer noch kein Sturz. Ich sagte es schon, die Bahn steht optimal, völlig rund und sehr schnell. Christian Reich, der Schweizer, übernimmt hier also erstmal die Führung. Er war der Elfte nach dem ersten Lauf. Tja, und da gibt es eins auf die Mütze für den Piloten. Da kann er gar nicht mal aufhören. Der Steve Underhoop, der auf der Position 2 sitzt. Und sie freuen sich, die Schweizer.